Hallo Leute, es geht weiter mit Return to Mysterious Island. Ja, wir sind hier wieder oben in unserer kleinen Geschichte hier. Und ja, das wird bestimmt ein schwieriger Part. Ich sehe das schon kommen, weil wir jetzt hier anfangen müssen rumzubasteln und das auch noch so in Richtung Physik und Chemie und alles so Sachen, die ja nicht so meins sind. Aber wir... Oh, ich... Das ist ein guter Platz. Machen wir mal Feuer, ne? Fangen wir mal einfach an. ja, am besten ja mit ihren Steinchen hier. Ja, wie machen wir das denn sonst immer? Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe ja schon wieder eine Woche oder so nicht gespielt. Ach so. Und das hier unten, das lässt sich wahrscheinlich... Genau, hier haben wir ja schon Feuersteine. Moment mal. Kannst du das nicht einfach... Das ist keine schlechte Idee. Aber ich glaube, es... Da fehlt noch was. So. Kohle, nee, vielleicht können wir da noch was zutun und dann haben wir es auch schon, was da unten stattfinden soll. Das Ding hier vielleicht? Willst du da was anderes hin tun? Das ist... What willst du denn da? Nee? Direkt das so machen? Irgendwas anderes, um Feuer zu machen? So. Müssen wir was auseinanderbasteln? Weidenrinde. Richtig zubereitet hilft sie Kranken und Verletzten. Es muss ein Aufguss mit heißem Wasser gemacht werden, der dann getrunken wird. Aha. Zucker kann man nicht nur zum Kochen verwenden. Beachten Sie, dass es sich beim Zucker um poröses Material handelt. Die grünen Kristalle an diesem Schlüssel haben keine Energie mehr gespeichert und sollten ausgetauscht werden. Sie benötigen einen Schraubenzieher, um die Kristalle zu entfernen. Oh, warte, hatten wir nicht sogar einen eingesammelt? Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mehr hier lesen, was hier so steht. Tada! Komischen Kristalle rausgeholt. Machen wir mal hier. So. An diesem Schlüssel waren einmal 4 grüne Kristalle angebracht. Um den Schlüssel zu reparieren, müssen sie 4 aktive Kristalle in den Sockel stecken. Aha. Ja, ich weiß ja noch nicht mal wofür. Einige Tiere finden Würmer einfach unwiderstehlich. Ja, Vögel zum Beispiel. Die Möwen. Die Möwen, damit wir unseren Kuchen mal backen könnten. Für die Eier. Das hätte ich natürlich auch mal tun können, dass ich die Würmer den Möwen gebe. Dann wäre ich vielleicht auch wieder an Eier gekommen. Das habe ich auch nicht ausprobieren. So, und dann habe ich hier noch so diese Linsengeschichte. Das hier. Momentchen mal. Ich glaube nämlich, dass wir das da unten einsetzen können, um das Ding zu reparieren. Jawohl. Aber das gehört hier nicht hin. Was wollt ihr denn dann hier haben? Einfach mal einen Schraubenzieher, so zum Zusammenzwirbeln oder hier sowas. Auch nicht. Was habe ich denn hier überhaupt? Was ist denn das, was ich hier habe? Eisenspäne können als Ersatz für eine Bleikugel bei Schusswaffen verwendet werden. Momentchen. Das kann ja dann auch nicht schon wieder. Immer diese Erdbeben. Ja. Ja, ist voll gefährlich hier und so. Hab's kapiert. So, da ist sie, die Kanone. Ha. Geht sogar. Noch mehr? Nee. Was wollt ihr denn dann? Hier Zündschnur. Mäßig mal so. Noch, warte. Da. Die Lunte. Da muss noch was anderes rein. Was tut man denn da so zu? Ich habe ja keine Ahnung hier. Ich habe ja noch nie eine Bombe gebastelt. Mache ich jetzt nicht so oft. Manchmal halt am Wochenende. So abends, Samstagabend bastel ich eine Bombe, aber sonst. Ja. Was kommt denn dazu? Das da? Ich weiß nicht, was man dazu macht. Hier. Das Zeug. Das Zeug. In diesem Fläschchen, das sie im Granithaus gefunden haben, befindet sich eine kleine Menge rauchender Schwefelsäure. Mit anderen Worten, sie ist hochkonzentriert. Unter den richtigen Bedingungen reagiert Schwefelsäure mit Salpeter zur Salpetersäure. Haben wir denn Salpeter? Pottasche. Asche. Batteriebestandteil Pottasche, Salpetersäure, Zinkstreifen, Glasrohr.
Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier mache. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Um Wände einzureißen. Gibt es hier noch Wände zum Einreißen? Kann ja sein, dass es auch noch Wände zum Einreißen gibt. So, aber hier kommt auf jeden Fall bestimmt der Projektor hin. Um ihn zu reparieren, müssen Sie die Linse austauschen und eine geeignete Lichtquelle finden. Eine geeignete Lichtquelle. Das nicht? Die... Tada! Die Batterien sind geladen. Momentchen. Demontierbare Lampe, beschädigte Linsefotos. Um ihn zu benutzen, müssen Sie ihn vor einer Leinwand. Hier. Wahnsinn. Ich bin so schlau. Ich lese endlich mal die Texte und dann klappt das sogar. Der Sturm wehte unseren Ballon an die Küste eines unbekannten Eilandes. Später tauften wir es Lincoln-Insel. Das war's. Nee, hier. Wir betrachten uns nicht als Schiffbrüchige, sondern als Siedler, die das fruchtbare Land nutzen wollen, zu dem uns das Schicksal geführt hat. Erste Jagdexpedition. Herstellung von Ziegelstein. In unserem Brennofen trocknen die ersten Tonwaren. Unserem Ingenieur Cyrus Vance ist es gelungen, Nitroglycerin zu synthetisieren. Dieser Sprengstoff wird größere Arbeiten möglich machen. Freisprengung eines neuen Überlaufs für den See. Nachdem wir den Wasserstand des Sees gesenkt haben, gelangen wir jetzt in die Höhlen des Granithauses. Einrichtung des Granithauses. Nach kurzer Zeit schon haben wir aus der überfluteten Höhle eine angenehme und sichere Zuflucht gemacht. Das Glück steht uns bei. Die Strömung hat eine Kiste mit nützlichen Gegenständen an die Küste getrieben. Die Affen der Lincoln-Insel. Einige sind zutraulich, andere wollen uns offenbar das Leben schwer machen. Gideon Spilett hat eines der wilden Tiere getötet, die in den großen Wäldern der Insel leben. Cyrus Vance stellt ein paar Becquerel-Batterien her. Sie versorgen den Telegrafen, der das Granithaus mit einem Bauernhof verbindet, den wir am Fuße des Vulkans errichtet haben. Bei unseren Arbeiten zur Nutzung des Plateaus haben wir in der Nähe des Sees eine Truhe mit Kupfermünzen entdeckt. Ein Piratenschatz? Unser zahmer Affe. Dieses vortreffliche Tier ist rasch zu einem vollwertigen Mitglied unserer Gemeinschaft geworden. Glasbläserei. Unsere Mühle. Wir werden von Piraten angegriffen, welche die Lincoln-Insel zum Stützpunkt für ihre Raubzüge machen wollen. Zerstörung des feindlichen Schiffes. Um besser gegen zukünftige Angriffe gewappnet zu sein, haben wir unsere Festung mit den Kanonen bestückt, die wir aus dem Piratenschiff geborgen haben. Das war's? Okay. Okay. Das war sozusagen... Was war das? Ein Schrei aus der Ferne? Oder ein Echo aus der Vergangenheit? Was? Oh mein Gott, ich kann auch nichts machen. Keine Sorge, Jeb. Wenn wir zusammenbleiben, passiert uns schon nichts. Das macht mir schon Gedanken. Wer diese Zeilen liest, lerne unsere gastfreundliche Insel schätzen und bedenke, für den Wissenden ist nichts unmöglich. Ein Sturm hat uns ohne Waffen und Werkzeug an diese Küste verschlagen. Dennoch lernten wir bald von dem zu leben, was das Land bietet. Ich weiß, das habe ich schon gelesen. Und bedauern es nun fest, die Insel verlassen, um in den Zwischen zurückzukehren. Ja, aber damit lässt sich wahrscheinlich auch nichts machen. Können hier davon noch Wasser holen. Können uns aber auch nicht viel... Ist ja schön, dass der Projekt hier geht, aber was heißt das jetzt hier unten? Hier waren wir auch noch nicht. Eine Luftflasche. Ein Helm. Ui. Wo bin ich denn hier? Moment. Da drüben hat sich etwas bewegt. Oh Gott. Action. Dieses Monster hätte mich fast gefressen. Ich muss es mir irgendwie vom Hals schaffen. Ja, ich habe eine Schrotflinte. Damit mache ich das Vieh platt. Hier, schieß drauf. Schieß! Oh. Geht anscheinend nicht.
Sie haben eine Flinte, wird mit Schießpulver und einer Bleikugel geladen, zumindest normalerweise. Lexikon, als Ersatz für Schießpulver kann Schießbaumwolle, die ist wahrscheinlich nicht geladen, kann Schießbaumwolle auch Pyroxylin genannt verwendet werden. Sie wird hergestellt, indem man Pflanzenfasern wie etwas Baumwolle mit rauchender Salpetersäure tränkt. Ach du Scheiße, ich bin hier voll überfordert, ganz ehrlich. Es gibt so viel zu tun. Können wir nicht Tauchanzug schon mal irgendwie kombinieren mit diesem Helm und so? Hier. Genau. Das wollte ich. Und hier sind, hatten wir nicht sogar noch mehr Sachen, die dafür geeignet waren? Was habe ich hier? Wir haben in der Hand Luftflasche. Eine Luftflasche, unbekannte Art. Sie ist zwar alt, scheint aber noch sehr robust zu sein. Die packen wir dazu. Schwefelsäure. Tja. Ja. Achso, das kann ich gar nicht mehr hier rausholen jetzt, oder wie? Ah, das ist ja doof. Aha. Gibt man Eisensulfatkristalle in einen Destille, kann man so Schwefelsäure herstellen. Ach hier. Warum denn nicht? Ich hab doch so ein Destille-Ding. Eisensulfatkristalle. Eisensulfat. Muss ich die zerkleinern? Warte, mit meinem Messer, wo ist es denn eigentlich mal? Hab ich gar kein Messer mehr gerade. Zerkleinern, zerkleinern, zerkleinern. Wie denn? Wo denn? Was denn? Dann muss ich das jetzt erstmal wieder hier zerschnieseln. So. Damit ich das zerkleinern kann. Warum denn nicht? Kann ich was anderes zerkleinern? Was ist das? Schwefel wird zur Herstellung von Schießpulver benötigt. Das brauchen wir doch. Völlig überfragt. Pfeile können befiedert werden, um ihre Flugbahn zu stabilisieren. Jetzt habe ich schon mal Federn. Na Mensch. Vielleicht mit Pfeil und Bogen das Fieder unten eher angreifen. Aber dann bräuchten wir eigentlich nur noch wieder Stöcker mal. Wieder so. Ich bin völlig überfordert hier mit tausend Sachen, die ich machen soll. Wie lade ich denn diese doofe Kanone? Was muss ich denn machen? Also hier mache ich mir gerade einen Tauchanzug. Einen Kuchen. Weiß ich, was das werden soll. Keine Ahnung. Hier fehlt auf jeden Fall noch was. Was fehlt denn da? Hier deine Schrotflinte oder hier sowas. Was wollt ihr denn hier alle von mir? Eisenspäne können als Ersatz für eine Bleikugel bei Schusswaffen verwendet werden. Also auch wieder Schrotflinte. Alles klar. Ja, und jetzt fehlt hier aber irgendwie das destillierte Zeug, oder wie verstehe ich das jetzt? Also wird mit Schießpulver und einer Bleikugel geladen. Das heißt, hier habe ich ja schon die... Ah, ist das Ersatz für Bleikugel, okay. Das heißt, mir fehlt das Schießpulver. Als Ersatz für Schießpulver kann Schießbaumwolle... auch Pyroxylin genannt, verwendet werden. Sie wird hergestellt, indem man Pflanzenfasern, wie etwa Baumwolle, mit rauchender Salpetersäure tränkt. Hey. Baumwolle. Haben wir irgendwo Baumwolle gefunden gehabt? Wir haben Bambus. Wir haben Stroh. Holundermark. Dünne Ranke. Was ist aus dem Käfig, wenn wir den auseinanderfriemeln?
Was kriegen wir dann? Korbgeflecht. Von der Weide aber. Jetzt haben wir hier noch eine Stahlkette. Was ist das? Kohle einfach. Geh mal hier rüber. Irgendwie brauchen wir auch mal Feuer das hier. Das ist keine schlechte Idee. Aber warum kannst du das nicht einfach schon mal da reintun? Das kapiere ich auch nicht. Schon mal anfangen. Irgendwie. Können wir irgendwas anderes auseinanderbauen hier als Holz? Das habe ich alles schon ausprobiert, meine ich. Ja, so ein Tanzzapfen hier, der wird es auch nicht machen alleine. Den Stoff verbrennen? Haben wir irgendwie Papier oder so? Nee, das auch nicht. Den Draht für die Kanone. Ich tanze hier auch irgendwie auf 2, 3 Hochzeiten. Ist auch blöd. Nee, willst du nicht? Ich finde das halt auch so doof. Das kann ich jetzt gar nicht mehr anschauen, sodass ich weiß, was ich für diese Kanone eigentlich brauche. Und ich habe ja mein Destillier-Ding ins Bummens, aber das geht ja anscheinend nicht. Zur Herstellung von Schießpulver benötigt. Schwefel. Pottasche bei der Verbrennung von Pflanzen entsteht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, Pottasche. Salpetersäure, Zinkstreifen. Boah, weiß nicht. Ich finde das mega kompliziert hier. Kokosschale. Finn kann man aus. Ja, kurzes Seil machen, das ist allerdings nicht widerstandsfähig. Kurzes Seil brauche ich nicht. Lampenöl haben wir schon. Kleine Menge Schwefelsäure. Ja, das kann ich jetzt hier nicht. Einfach irgendwie. Ich muss das alles irgendwie noch bearbeiten, aber kapiere noch nicht so richtig wie. Was sagt denn das Telefon? Hm? Leute. Kannst ja nochmal hier. Bisschen Lampenöl geht aber nicht. Ach Gott. Mit Schießpulver eine Black Roll Lounge zumindest normalerweise. Als Ersatz für Schießpulver, keine Schießbaumwolle. Wir brauchen irgendwie diese komische Baumwolle. Pflanzenfasern, wie etwa Baumwolle, mit rauchender Salpetersäure tränkt. Und wie mache ich diese rauchende Salpetersäure? Weil wie haben wir ja nur. Nee, das ist das nicht. Oder doch? Moment. Für Schießpulver. Ja, wir brauchen das eigentlich hier drinne. Das soll aber rauchen. Versteh ich das richtig? Also müssen wir Feuer machen. Damit wir das da reintun können ins Feuer hier, glaube ich. Dieses Schwefelzeug, dann raucht das. Und das müssen wir dann auch nochmal kombinieren mit diesen komischen Pflanzenfasern. Ich gehe jetzt mal runter. Ich suche jetzt nach Baumwolle. Diese Öffnung endet an einer steilen Klippe. Ich brauche eine Leiter, um dort hinunterzukommen. Ja, aber nicht, dass wir jetzt hier tausendmal so uns eine Leiter bauen. Und dann wird das nichts. Mach mal. Diese Öffnung. Kannst du nicht wieder? Ach, kann als Zündschnur verwendet werden hier. Ach so. Männchen mal. Zündschnur. Warum? Ist doch super hier. Kann als Zündschnur verwendet werden. Dann hat man schon mal einen richtigen Docht wieder, nicht? Ach, dann weiß ich auch nicht, was ihr wollt. Rohr und Zinkstreifen. Das ist auf jeden Fall für diese Batterie. Genau, steht ja auch da.
Kannst du nicht den Bogen schon mal mit den Federn zusammenklatschen? Warum denn nicht? Das Holundermark könnte so ein Glasrohr für die Batterie werden, denke ich mir auch gerade. Kleine Menge Schwefelsäure. Ich habe das Gefühl, wir müssen Feuer machen. Ich geh jetzt mal. Gehen wir mal hier lang. Auf der Suche nach Baumwolle, obwohl ich mich... Davon habe ich schon was. Ich dachte eigentlich immer, wir hätten schon alles eingesammelt. Huch. Hier, Telefon. Telefon. Ja. Mama, ich glaube es ja nicht. Es ist kommt... Hallo? Hallo. Ja, ja, ja. Der Geburtstag. Wie oft noch? Der blöde Geburtstag. Ich gehe noch mal vorsichtig meine Pflanzengeschichten hier durch. Wir haben Stroh. Stroh brennt übrigens eigentlich gut. Keine Ahnung, warum ich das nicht einfach verbrennen kann. Allerdings könnte man das ja als Kombination noch mal versuchen mit der Kohle. Kohle. Aber das geht nicht. Dann weiß ich auch nicht, was ihr wollt. So, dann haben wir hier Bambus. Ist aber kein Holunder, Stängel, Mark, wie auch immer. Wir haben Seetang. Wir haben eine dünne Ranke. Irgendwie zum Seil machen, pipapo. Nochmal Stroh. Hier ist unsere Leiter, die wir hätten auch benutzen können. Und Korbgeflecht. Robuste Triebe vom Baumstoff einer Weide. Kann man die verwenden mit der Kohle? Wegen Feuer und so? Nein. Gut, dann nicht. Wo ist mein Fett für die Lampe? Warum, was will die eigentlich? Wasserdichte Lampe wird von einer wiederaufladbaren Batterie mit Strom versorgt. Die Batterie ist allerdings leer und muss neu geladen werden. Ah, so, Momentchen. Das könnte ja dann auch vielleicht zum Dings gehören. Wenn die aber gehen würde, dann vielleicht. Also, ich suche eigentlich Baumwolle. Da ist unsere Windmühle. Hab hier irgendwelche Pflanzen. Dann also, Baumwolle, das ist doch eigentlich immer so in so eine Gewässerpflanze, ne? Also, ich finde die... Kann ich gar nicht mehr vorstellen, dass ich die hier finde, aber okay. Ja, unser Blasebalg. Könnten wir uns ja auch Feuer holen eigentlich. Aber das geht nicht, ne? Nee, nicht so. So brennt das natürlich auch nicht. Versenkter Stoff. Das ist ja doof. Ich würde ganz gerne eigentlich hierhin mal. Vielleicht hier. Nee, ich will kein Lehm schon wieder. Ist hier irgendwo Baumwolle? So. Die ich übersehen habe. Hier rupfen kann. Nur Bambus. Nee. Hier ist nur der Lehm. Näher zum Wasser kann man eh nicht. Das ist doof. Baumwolle und so. Oder habe ich da wieder was missverstanden? Ich versuche halt wenigstens erstmal eine Sache zu schaffen. Kann Schießbaumwolle auch verwendet werden? Sie wird hergestellt, indem man Pflanzenfasern wie etwa Baumwolle mit rauchender Salpetersäure tränkt. Ich verstehe das jetzt eigentlich so, dass ich mir diese Pflanzen suchen soll. Hallo. Wissen Sie, wo es Baumwolle gibt? Hallo? Nicht? Keine Baumwolle in Sicht? Na gut. Okay. Baumwolle. Sch-
schöne, schöne, schöne Baumwolle. Ja, wir kommen wieder bestens voran. So ist das hier. Gut, ich hole mir mal wieder eben schnell einen Tipp. Bis gleich. So, ich gehe wieder zurück. Hab mich schlau gemacht. Und natürlich müssen wir jetzt wieder zurück. Geh doch mal zurück, Mensch. Ist doch nicht so schwer. Und dann zum Wasser, ne? Aber das war nicht... Doch, das war hier. Ja, okay. Da lang und dann durch unseren Geheimgang und so. Das ist ja auch der schnellste Weg. Tada, sind wir wieder da und so. Jetzt gibt es hier eine Möglichkeit. So, pass auf. Das Ding hier, das können wir da oben hinstellen. Bam! Steht hier unser Destillierkessel, was auch immer. Jetzt brauchen wir natürlich Feuer. Hab ich mir auch gedacht. Und dann haben wir hier so einen Zunderschwamm. Weißt du? Und unten der Nemo, nee, der Papa oder der Typ halt an der Insel, der hatte uns ja das letzte Mal ein Geschenk gegeben. Und das ist eine Muschel mit einer Perle drin. Und da müssen wir mal gucken, ob wir die Muschel da unten nochmal finden. Die habe ich nämlich wahrscheinlich gar nicht eingesammelt jetzt. Hm. Da wollen wir die hübsche Perle haben, ne? Für unsere hübsche Perle. Damit sie eine hübsche Perle hat. So, Zunderschwamm kann man kombinieren mit damit. So, ich kenne mich ja nicht so aus. Und das können wir natürlich jetzt hier mit unserem Feuermacht-Dingsbums. Nee. Genau. Und dann packen wir das dazu und dann sollten wir Feuer hinkriegen. Und den Rest weiß ich nicht. Tada! Feuer! Stein, Messer, passt. Alles tutti. Tada! So, geil. Jetzt können wir hier rumdestillieren. Was packen wir denn da mal als erstes rein? Wie geht das denn jetzt? So, machen wir denn da mal rein? Wir sollen doch hier eine Bombe basteln. Und so. Weiß nicht. Was sollten wir denn destillieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Das da? Nee. Warte mal. Sie haben in der Hand eine kleine Menge Schwefelsäure. Das kann man auch, glaube ich, kombinieren mit irgendwas. Was denn? Was denn? Nee. Pack das mal da zurück. Und das demontieren wir mal wieder, damit wir unser Messerchen haben. Ist nämlich immer gut, wenn wir das haben. Genau. Hier. Eisensulfat. Gibt man Eisensulfatkristalle in eine Destille? Das wollt ihr. Ja. Woll. Da kommt auch gleich ein Erdbeben, wenn ich das mache. Supi. So. Ist das nicht klasse? So, was habe ich jetzt? In Hand Schwefelsäure. Diese hochkonzentrierte Säure setzt eine Luftdämpfe frei. Unter den richtigen Bedingungen kann auch Schwefelsäure und Salpeter hergestellt werden. Das passt da jetzt aber nicht zu, nee. Das auch nicht. Nein, das gehört ja zum Kuchen. Das schon mal alles nicht. Jetzt habe ich das Zeug und wie gesagt, bin völlig überfordert. Schwefel. Das sollte aber nicht destilliert werden, ne? Mhm. Aber das sollte doch jetzt kombiniert werden, so mit Dingens, hatte ich gesagt. Womit? Den richtigen kann auch Schwefelsäure und Salpetersäure hergestellt werden. Also soll daraus jetzt erstmal die Batterie werden, oder? Das ist die olle Pottasche. Mhm. Kohle. Soll ich die Kohle da jetzt zutun? Nö. Ich hab ja schon ein Feuer. Brauch ich ja nicht, ne? Korbgeflecht. Streifen wurden aus einer Zinkplatte geschnitten und sind mit einem Metalldraht verbunden. Die Teile stammen vermutlich von einer Becquerel-Batterie, die sich an einer richtigen Chemikalien zur Hand leicht herstellen lässt. Das vielleicht mit dem Zeug? Nee. Schwefelsäure, also. Kein Schwefel. Pflanzenfang, der Baum mit rauchender Salpetersäure tränkt.
was ist Schwefelsäure, nicht Salpetersäure? Ah, das habe ich jetzt verwechselt. Okay. Gut, Schwefelsäure. Und das setzt Dämpfe frei. Was mache ich denn jetzt damit? Ich brauche nochmal hier so eine Karte des Südpazifiks. Mitten im Ozean ist ein Kreuz, das mit... Ja, ja, hier, damit wir unsere Angaben dann später geben können, damit wir hier jemals irgendwie wieder rauskommen. Dann gehe ich jetzt nochmal hier rüber und lese mir nochmal durch. Guck mal, hier auch wieder Salpetersäure. Zinkstreifen, Pottasche. Eigentlich ein Glasrohr. Eigentlich müsste man das doch langsam kombinieren können. Hier. Vielleicht müssen wir auch unsere Batterie mal... Sauberer Stoff, Zitrone, Bambusmittel, Silbermünzen, Kupfermünzen. Müssen wir hier die Batterie vielleicht auch mal auseinanderbauen? Damit wir so die Teile mal haben. Ich lasse die mal so nebeneinander für den Fall, dass ich das wieder brauche. Ja, eine Zitrone können wir auch nochmal verwenden. Für unsere Kuchen, aber ich habe da ja schon eine verwendet, ne? Die Silber- und Kupfermünzen, die vielleicht. Nee. Ja, das Problem ist, dass ich hier auf Schnelle versuche, das hinzukriegen. Und wie gesagt, zu viel Informationen an zu viel verschiedenen Ecken. Ich versuche die Bausteine überhaupt erstmal zusammenzukriegen. Und verwechsel ja sogar hier Salpetersäure und was weiß ich, Säure. Potasche haben wir doch. Also das haben wir doch. Salpetersäure halt nicht. Zinkstreifen. Aber wenn wir ein Glasrohr verschlossen mit formbarem, porösem Material. Warte mal, hier wurde doch gesagt, poröses Material. Also können wir daraus vielleicht das Glasrohr machen? Können wir das irgendwie erhitzen? Den Zucker oder so? Ich habe keine Ahnung. Oh, tatsächlich. Was habe ich denn jetzt? Oh nee, jetzt habe ich mir nicht... Oh nö, ne? Haben wir nahen Alkohol. Trinken Sie das besser nicht sein, denn Sie wollen morgen einen mächtigen Kater haben. Das Zeug ist stark genug, um ein Tier mittlerer Größe umzuhauen. Was? Ein Tier mittlerer Größe? Kann ich damit jetzt runtergehen und den Hai verjagen, oder was? Ist ja auch Schwachsinn, oder? Komm mal her, du. Vieh. Oh. Mal eben noch. Hier, komm mal her. Das funktioniert nicht. Ah. Und ich habe mal eben an der Wand noch was. Weißes Material, das man an feuchten Höhlenwänden findet. Salpeter. Die beiden gehören zusammen. Ich will meinen Zucker wieder. Damit ich mein poröses Material habe, ihr Schweine. Was soll ich denn jetzt mit dem blöden Alkohol? Och, nö. Das war bestimmt jetzt voll der Fehler. Wir haben daran Schwefelsäure und Salpeter. Unter normalen Bedingungen passiert nichts, wenn man Schwefelsäure und Salpeter mischt. Unter den richtigen Bedingungen sieht das jedoch anders aus. In einer erhitzten Destillerie geht Schwefelsäure mit Salpeter zu Salpetersäure. Kann ich das jetzt nochmal wieder da reintun? In den Destillator? Oder ist das jetzt nicht schon? Nö. Jetzt habe ich hier voll die Mische. Ja. Also Salpetersäure, auch Scheidewasser genannt, fällt bei der Synthese von Nitroglycerin und einigen anderer Verbindungen an. Für bestimmte Reaktionen benötigt man rauchende Salpetersäure und das heißt, sie muss hochkonzentriert. Bei einer verdünnten Säure kann die Konzentration mit Hilfe einer einfachen Mischung erhöht werden. Was soll ich machen? Ich weiß nicht mal, ob ich den Zucker jetzt zum Alkohol haben will. Ja, hier gibt es eine Menge zu tun. Wir sehen uns im nächsten Part von Return to Mysterious Island. Bitte helft mir. Sonst muss ich in die Lösungen gucken und so. Bis dann.